66 cm weiblich, toller Konishi Karashigoi, hat sich aber in der Innenhalterung seine Brustflosse hier vorne, die rechte, jetzt verletzt. Und das ist der Grund, warum wir dem Perfektionsgedanken Ralfs folgend jetzt den Teich nach dem Umbau verlässt oder noch vor dem Umbau verlässt. Aber ansonsten, der Körper ist wirklich schön, sehr schön. Also der kann auch sehr groß werden. Farbe ist toll. Ein kleiner Nibbani-Fleck hier vorne im Kopf. Unverzeihlich. Aber auch wirklich Weibchen 66. Sehr schöner Karashigoi. Bis auf die Verletzung halt. Aber damit, wenn man damit leben kann, hat man ansonsten einen wirklich sehr guten Koi.